Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler, ihr seht hier zwei Dreiecke und ein Viereck. Es geht aber um Vierecke und es sind auch wieder symmetrische Achsen, symmetrische Vierecke. Dreiecke haben wir jetzt schon kennengelernt, jetzt heute kommen die Vierecke. Nur müssen wir diese Vierecke erst noch erzeugen und das geht wie folgt. Wir haben also hier ein Dreieck und das Besondere an diesem Dreieck, dass eine Spiegelachse durch zwei Punkte geht. Das heißt, am besten zeichnet das so ins Koordinat oder so auf eure Raster, dass das genau auf dem Raster liegt und dann könnt ihr die Spiegelachse durchzeichnen. Dann zeichnet ihr links irgendeinen beliebigen Punkt und den spiegelt ihr anschließend an dieser Spiegelachse. Das gleiche macht er hier mit dem einzigen Unterschied, dass der Punkt nicht irgendwo liegt, sondern auf der Mittelsenkrechten zwischen diesen beiden Punkten. Die Mittelsenkrechte dürft ihr in dem Augenblick zeichnen, müsst ihr nicht konstruieren. Also aufpassen, hier muss der Punkt auf der Mittelsenkrechten liegen, hier ist es völlig egal. Dadurch entsteht nämlich hier ein, ja, wer hätte es noch gewusst, gleichschenkliges Dreieck. Beim vierten, da ist das Viereck schon gegeben, da zeichnen wir ein Koordinatensystem und ihr seht bereits, eine Einheit oder eine Längeneinheit ist 0,5 cm. Das heißt, nach zwei Kästchen sind es bereits die Einheit 2. Also da bitte ein bisschen verkürzen, damit wir es auch hinkriegen. Das Heft am besten quer halten, die Koordinaten stehen hier drunter. Die sind blau und kursiv, die braucht man nicht abschreiben. Nochmal zur Wiederholung. Wir machen zweimal eine Achsenspiegelung und einmal bei der Aufgabe zeichnen wir das nicht nur ab, sondern wir versuchen auch eine Symmetrieachse zu finden. Ich gebe es euch ja vor, eine ist da, nur die müsst ihr jetzt noch finden. Im zweiten Schritt, wenn ihr das dann hier fertig konstruiert habt, dann werdet ihr die Seiten messen. Also hier die Seiten messen in diesem neuen Viereck, das dann entstanden ist. Hier die Seiten messen und hier die Seiten messen und vergleichen. Vergleichen heißt so viel, was fällt euch auf? Beim Messen der Zeichnung, beim Messen der Seiten. Das gleiche macht er mit den Winkeln und dann überlegt er noch, wo liegen die Symmetrieachsen und wie ist die Lage der Symmetrieachsen. Ich mache euch mal ein Beispiel vor. Also das hier habe ich jetzt gespiegelt, immer dran nicht vergessen diese gestrichelten Linien. Da ist jetzt also quasi der zweite Punkt und jetzt fange ich an zu messen. Also ich messe die Seite, die Seite, die Seite und die Seite und was stelle ich fest? Die Seite und die Seite, die sind gleich lang und die Seite sind gleich lang. Also schreibe ich hier drunter jeweils zwei gleich lange Seiten. Dann als nächstes nehme ich jetzt eben Winkel und messe den Winkel, den Winkel, den Winkel, den Winkel und schaue dann, ob ich dann etwas rausfinden kann. Also beim Messen geht es um Seiten, dann Winkel und dann Symmetrieachsen. Also jeweils hier quasi drei Eigenschaften runter. So, das war's. Ich hoffe, ihr habt jetzt alles behalten können. Nochmal dran denken. Ihr sollt zuerst die zwei Dreiecke einzeichnen und dieses Viereck. Dann sollt ihr die zwei Spiegeln und die Symmetrieachse finden und dann wird alles vermessen. Und so kommt ihr dann bitte morgen in den Unterricht und erzählt mir, wie ihr es gemacht habt. Denkt dran, das Blaue und Kursive müsst ihr nicht abschreiben.